Hey Leute, hier ist wieder Real Earth Nut. Und ja, jetzt geht weiter mit dem Minecraft Dungeons. Unser unfreiwilliger Held KC hier hat das letzte Mal noch nicht so wirklich seine Bestimmung gefunden. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Ja, das letzte Mal haben wir Villagers befreit, die eigentlich gar keine Hilfe brauchten. Was dazu geführt hat, dass KC sich mega useless vorkam. Und wir deswegen einen leichten Hate entwickelt haben. Wo können wir denn hin? Gruselige Gruft. Kürbisweiden. Empfohlene Kraft 4, ja. Das klingt jetzt ziemlich traurig. Eine Kraft ist 4. Kürbisweiden. So schlimm kann es ja nicht sein. Oh Gott, der Villager sieht terrified aus. Und das ist nur eine Glocke. Oder halt vielleicht die Villager, die hinter ihm stehen und mit Armbrust auf ihn zielen. Die Raubzüge der Illager haben dieses einst fruchtbare Land in Ödnis verwandelt. Nur ein einziges Dorf blieb bisher verschont. Beeil dich, Herr. Ja, um das werde ich mich dann jetzt wohl kümmern. Du bist ihre einzige Hoffnung. Das hat er schon öfter gehört. So, KC. Ich hatte früher mal Bogenschießen. Und ich habe mich gerade sofort zurückversetzt gefühlt. Gut, jetzt habe ich schon mal 5 Pfeile verschossen. Jetzt können wir aber auch wirklich anfangen zu spielen. Kann ich die nicht einfach alle einsammeln? KC, please. Du musst sie nur aus dem Boden ziehen. Okay, okay. Strong. Alles klar, wissen wir ja, was wir benutzen. Das bist du. Mit deinem Magic Shit. Ich hasse Magie. Ich sie nicht verstehe. Mach mich größer, please. Ja. So, das war's. Das ist alles nur eine Illusion. Ihr habt keine Ankerarme. Wow, wow, wow. Sobald man einen ausgeglichenen Schwierigkeitsgrad gefunden hat, habe ich natürlich meine Probleme. So langsam härtet sich der Verdacht, dass KC seine Bestimmung gefunden hat und dass es einfach ihn darum geht, zu schnetzeln. Mach ich mal wieder meine Karte, sonst finde ich mich nicht zurecht. Noch einer von diesen Touristen, der erstmal seine riesig große Karte rausholt und sich fragen, warum benutzt er nicht Google Maps? Oh nee, wieder Magic Shit. Ich hasse alles, was ich nicht verstehe. Ihr sterbt für meine Unwissenheit. Was? Sie reiten Ducks? Okay, sie haben den Höhepunkt der Evolution erreicht. Was soll ich noch gegen Zombies machen, die auf Ducks reiten? Beziehungsweise auf Hühnchen? Das hörte sich gerade eher an wie ein Hühnchen. KC, easy game. Also wirklich, mit dem Pfeil. Oh, ich muss wirklich nur rechte Maustaste drücken. Also ansonsten wäre es halt nur linke Maustaste, aber hey, komplex genug für mich. Vorräte. Klaue ich jetzt dem letzten noch nicht zerstörten Dorf die Vorräte? Nice. KC muss halt auch an sich denken. So, das Leben als Held fordert seinen Preis. Der Preis sind alle Vorräte. Oh no, wer hätte das erwartet? Ein Hinterhalt. Vom Erzillager, meinem Lieblingsbösewicht. Er hat wirklich alles. Er fliegt. Er hat das böse Lachen. Also außer dass seine Schergen halt mega useless sind, aber bei welchem Bösewicht ist das nicht so? Oh, ein Schalter. Eine Surprise Party. KC ist wirklich zu Hause angekommen. Wie sie ihn alle umarmen wollen. Social Distancing, please. Deswegen kämpfe ich mit Pfeil und Bogen. Magier? Oh oh, ich hoffe, er beschwört nicht die duckreitenden Zombies. Wow, 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 was macht er? Warum beschwört er Bärenfallen? Ich kann einfach drinstehen, ist okay. Ich habe 436 Pfeile, ich kann dieses Social Distancing-Ding eine Weile lang durchziehen. Okay, was ist das dann? Eine leichte Feder. Lässt dich durch die Luft gleiten. Du fühlst Gegner auf deinem Weg Schaden und betäubst sie. Wow. So sieht das auch aus, wenn ich sage, ich schwebe durch die Luft. Bam, bam, bing, bing. Oh, guckt ihn euch an. Was, als hätte er einfach 2 richtig lange Fingernägel. Okay, die brennen wenigstens noch nicht. Oh, das Dorf. Lasst es uns anzünden. Hier bin ich nun, euer Held. Was kann ich für sie tun? Wow, wow, wow. Oh, ich wäre fast in meinen Tod gerollt. Yes, die Lootboxen. Ich hab's ganz vergessen. Flammenköcher. Der Köcher ist mit absolut tödlichen Pfeilen gefüllt. Absolut tödlich. Wandernder Händler, so begrüßt man sich hier bei KC. Ernter. Der Ernter saugt die Seelen der Toten ab und lässt sie in einem Splitterzauber aus Energie wieder frei. Das klingt disgusting. Das ist auf jeden Fall was für mich. So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt in die gruselige Gruft. Ey, was soll's? So schlimm kann es ja wohl auch nicht sein.
sagt er und stirbt sofort. Oh, die explodieren aber schnell. Das ist ganz schön groß. Alter, was ist, wenn wir jetzt noch die Feuerpfeile aktivieren? Oh, okay, sieht du strong. Ja, aber das hier ist sehr, also sehr, ein sehr entspanntes Spiel. Oh Gott, was sage ich? Und jetzt kommt das schwerste Rätsel. So, easy. Und deswegen soll man nicht einfach jeden Knopf drücken. Genau wie nicht jeder Abfluss repariert werden muss. Deswegen wurdest du von deinen Brüdern verstoßen, Casey. Das ist leider die traurige Wahrheit. Aua. Hier. Gut, dass ihr alle noch da... Oh, wow. Ihr Noobs. Was macht der Creeper? Seinem Namen alle Ehre, würde ich sagen. Offene Tore. Ich weiß nicht, ja. Von mir aus... Sieht gut aus. Ohne Truhe. Es gibt mir Loot. Ich brauche mein Loot. Wow. Warum passiert das? Ist doch nur, um mich zu ärgern. Ah, ich habe Minecraft Dungeons vermisst, muss ich sagen. Das war schon, es war schon sehr cool. So, meine Leute. Was ist hier los? Warum ist diese Gruft so groß? Gruft klingt klein. Warum Gruft groß? Ich drücke erstmal das hier. Dann kommen nämlich bestimmt wieder ein paar Gegner. Mit diesem... völlig zu einer Gruft passenden Alarmgeräusch. Okay, jetzt können wir da oben, da hinten noch lang. Und dann ist diese kleine Gruft fertig aufgedeckt. Oh boy. Hier geht's auch nochmal runter. Das kann doch gar nicht sein. Ist doch gar nicht hier. Wenn wir hier wieder rauskommen, sind wir Power Level 5000. Das ist doch keine Gruft. Das ist eine Untergrundstadt. Gefundene Geheimnisse 4 von 5. Oh no. Yo, Schriftrolle gefunden, Leute. Verlasse die Gruft. Okay, warum zoomt das jetzt so raus? Werde ich jetzt gleich attacked? Oh, 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 oh. Wirklich? Nee, Leute, kommt, ich hatte euch doch alles schon. Nee, 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 du. So nicht. Es geht raus, Leute. Okay, ja, wir haben die Gruft verlassen. Hab ich gemacht. Nee, das kann... Nee. Die Mission dauert ja richtig lange. Das Spiel hat mich reingelegt. Easy Casey, lauf. Aha. So, Kinders, erkunden lohnt sich immer. Jo, okay. Geh jetzt den großen Hauptweg da. Nein, Magier. Deine größte Schwachstelle. Schafe sind größter Erzfeind. Man kann nie halt irgendwie so lang. Dann ist man da, aber da gehe ich jetzt nicht lang. Ich gehe nach Hause. Ich habe Schriftrolle. Ich weiß nicht mal wofür, aber ich habe sie. Also ciao. Halt keine ganze Siegesmusik für mich. Ich war auch lange unterwegs. Da hat niemand mehr Lust drauf. Besiegte Spieler 2. Verstehe ich nicht. Wow. Sorry. Du hast dich echt ungünstig hingestellt. Ja, you're dead. Ja, Leute, da würde ich die Episode dann auch für heute beenden. Casey hat viel erlebt. Casey hat seine zwei wunderschönen Nägel hier rauswachsen lassen, mit denen er jetzt richtig krass fighten kann. Und dabei so aussieht, jetzt wüsste er überhaupt nicht, was er tut. Aber das sind wir doch alle irgendwie. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Ja, sonst ist eigentlich nur noch eins zu sagen. Auf Wiedersehen.